Die Freiwillige Feuerwehr Nordendorf musste gegen ca. 7.15 Uhr zu einem brennenden Pkw ausrücken. Auf der Blankenburger Straße, von Nordendorf kommend, stand an einer Straßenkreuzung ein Kleinwagen im Vollbrand. Durch den Einsatz von Schaum konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer schlussendlich löschen. Warum der Pkw so unvermittelt in Flammen aufging, konnte die Polizei noch nicht sagen. Verletzt wurde zum Glück jedoch niemand. Auch über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Diese dürften sich wohl aber im vierstelligen Bereich bewegen.